Hi Leute, ich bin's mal wieder, euer Gadur. Heute mit dem Shisham Powerball in, mal den Bildschirm aus, in Blau mit Color Effekt. Color Effekt bedeutet, ihr seht hier, wenn ihr, je nachdem wie ihr es ins Licht haltet, sieht er mal blau, ein bisschen silbrig aus. Ja, ist jetzt hier jetzt nicht so gut zu erkennen, aber es erinnert seine Farbe halt auch in den Lichtverhältnissen. Meistens sieht es eigentlich eher aus wie ein Ölfilm auf Wasser. Also ist schon sehr interessant. Hier vorne seht ihr auch das Shisham-Zeichen. So, die Verarbeitung. Ihr seht hier in der Mitte ist so eine kleine Pyramide drin. Da sind dann die Löcher angeordnet. Sehr ordentlich. Es ist auch immer noch ein bisschen Platz zum Boden. Also die sind nicht zu weit unten. Und das obere Loch ist genau in der Mitte. Habe ich eben zu viel gesprochen, ohne Luft zu holen. Also auch wenn ihr seht, die Verarbeitung, die Glasur ist 1A, da sind keine Nasen, da ist gar nichts. Der Kopf kostet bei Relax Shop K&K 6,99 €. Dieses Prinzip mit dem Dreieck hier oben drin soll eigentlich genauso funktionieren wie das Vortex-Prinzip. Ja, der Topf ist extrem tief, er hat eine Tiefe von 3 cm. Der obere Teil hat einen Durchmesser von 7,5 cm circa und die Höhe müsste so ungefähr oder beträgt circa 10 cm. Okay, gut, ich probiere jetzt mal ein Setup mit dem hübschen Teil und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt haben wir wieder die Setup-Ansicht. Das heißt, ich werde jetzt etwas Tabak einfüllen. Wir nehmen heute den, kann man eh nicht sehen, den Apricot, den Aprikose von Social Smoke. So, ich fülle den Tabak jetzt einfach mal so ein bisschen ein. Wirklich extrem locker, da ja Starbucks auch gerne mal so ein bisschen klumpig ist. Das heißt, ich mache den auch diesmal übers Loch, weil ich einfach auch mit den alten Shisham-Köpfen bei diesem Setup die besten Erfahrungen gemacht habe. Nur so ein bisschen nachdrücken. Bin auch echt mal gespannt auf den Durchzug von dem Kopf. Zur Seite schieben. Also ich verteile den Tabak jetzt nur. Ich drücke ihn nicht großartig runter. Ich lasse ungefähr einen Abstand von 5 mm zum Rand. Noch rein. So, zeige es euch gerade mal. Also ist nicht mehr so viel Platz zum Rand. Ne? Also so ungefähr 5 mm. Gut, ich mache jetzt eine Shisham-Folie. Ja, Shisham sei schon eine normale Gastro-Alufolie von der dicken drüber, macht dann die Löcher. Und zeige euch das Lochmuster dann nochmal, weil die Töne, also beziehungsweise dieses Quietschen beim Löcher machen, das nervt eh nur. Und ihr, naja, Löcher machen könnt ihr alle. Na? Wie ich die mache, einfach mit einer Nadel von oben reinstechen. Fertig. Also, bis dann. So, hier nochmal kurz die Lochung. Nichts Besonderes, einfach viele kleine Löcher. Mit so einer ganz normalen Nadel, weil ich euch eher noch mal ärgern will. Und gut, hat nicht geklappt. Machen wir hier nochmal. Aha, steche ich noch ein Loch rein. Nee, Späßler. Also wie gesagt, ich bin gerade überlegen, nehme ich 2 oder 3 Brikos. Ich tendiere aber erstmal zu 3, man kann ja immer noch eins runternehmen. Folie lässt sich gut drüber spannen. Also auch von daher schon mal sehr überzeugend. So, der Kopf ist angeraucht. Ich habe 3 Brikos drauf gehauen, es funktioniert gut. Ich rauche in meiner Shisham NG Schwarzchrom mit
meinem kleinen Kumpel da hinten und mit meinem King-Size Snake in Schwarz. Ja, also der Durchzug ist gut. Jetzt nicht so gut wie bei einem Einlochkopf, aber schon besser als jetzt bei einem Vortex Bowl zum Beispiel oder bei dem Glas Vortex von Kaya. Ja, ist auf jeden Fall sein Geld wert. Ich habe auch das Gefühl, dass man durch diese Erhebung den Tabak irgendwie lockerer einfüllen kann. Gut, das mag vielleicht eine kleine Einbildung von mir sein, aber das Prinzip funktioniert gut. Er kriegt von mir 9 von 10 Punkten, ist also damit eine Kaufempfehlung. Tja, warum kriegt er nicht 10 Punkte? Ganz einfache Begründung, wie schon gesagt. Er hat zwar nicht so einen guten Durchzug wie der Einlaufkopf, ja, super, wie der Einlaufkopf, aber er hat so einen guten, er hat einen besseren Durchzug als jetzt das normale Vortex-Prinzip. Ich finde, funktioniert so ganz gut, der Kopf sieht gut aus. 6,99 ist auch nicht übertrieben teuer. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Bis dahin, haut rein, euer Gadur.